muss man fremd annehmen. So schlimm, ja? Halt. Straße am Hang, Manufaktur. Das ist der Sven. Was willst du? Bist du der Postmeister? Ja. Bekloppt, ja. Du bist eher nicht so der redselige Typ, was? Nein. Wie funktioniert das Überlandpostsystem? Das ist ganz einfach. Der Brief wird in eine magische Kapsel gesteckt, die dann mit der Postwurfmaschine durch die Luft geschleudert wird und direkt beim oder auch auf dem Adressaten landet. Damit sind alle Städte auf der Welt zu erreichen. Und am Zielpunkt kriegen die Leute die Kapsel dann direkt an die Omme? Ist das nicht nervig? Ganz recht. Manche Empfänger klagen über kurzzeitige Schmerzattacken bei direkter Zustellung. Dafür haben wir noch keine Lösung. Direkte Zustellung? Gepolsterte Kapseln fliegen einfach nicht genau genug. Okay. Warum schickt ihr am Zielort nicht einfach einen Postboten rum? Eine gute Idee, sie hat aber einen Haken. Niemand will diesen Job machen, weil er dann den ganzen Tag von Magiekapseln aus aller Welt bombardiert würde. Puh, ihr seid ein bisschen festgefahren in euren seltsamen Vorstellungen. Aber das ist euer Problem. Was ist das eigentlich für eine Halle nebenan? Das ist Walls Manufaktur. Mhm. Da werden die Magiekapseln hergestellt. Nee, kann ich nicht. Ist doch ein super, super Style hier. Ich bin da mal weg. Bis später. Ups. Nein. Wir gucken mal. Lassen wir das mal. Was ist denn die empfohlene Einstellung? Windows Vista Service Pack. Okay, machen wir mal. Achso, ich muss das testen. Okay. Ah, was ist mit System 32 Bin Game Exe? Die gibt's doch gar nicht. Wollen wir mal gucken? Einfach abschmieren. Das sind sie. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch das Spiel komplett beenden und mich abmelden, wieder anmelden, weil das Spiel nicht mehr startet. Oder? Oh, startet. Was? Wir konnten kein ja. Und man gibt ein Autosave. Das ist von 21:59:50. Also die Autosaves sind jetzt nicht so gut. Würde ich jetzt behaupten. Weil meins ist weiter. Immerhin lädt das. Das wär's noch. Das sind die AGB der hiesigen Postgesellschaft. Die Postgesellschaft ist nicht für Personenschäden wie Kopfschmerzen, Hirntraumata, Schädelbrüche und Tod durch Fremdkörpereinwirkung verantwortlich, die durch den Empfang einer Nachricht entstehen können. Jede Menge Löwenzahn. Den züchtet bestimmt jemand für seine Karnickel. Aber sehr viel Löwenzahn. Ich red noch mal mit ihm, ja? Nee, das können wir ja. Warte mal. Ganz recht. Was? Das? Mal gucken, ob es wieder abstürzt. Bis später. Wir speichern. Also, ich glaube, das ist so ein Problem allgemein, ne? Oh, hier sind Hebel. Bei diesem Wirrwarr blicke ich nicht durch, welcher Hebel was in Gang setzen soll. Ich gehe mal in die Manufaktur. Abgeschlossen. Oh. So einfach komme ich da nicht rein. Tja. Noch irgendwas? Nö. Können wir ihr das Zeug geben? Ja.
Brave Miezekatze. Blöde Miezekatze. Nie brav. Warte mal. Das führt zu nichts. Nicht? Das passt nicht zusammen. Doch, das passt richtig gut. Ba, 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 ba. Aber das wäre doch... Hier hast du die Lösung für dein Mäuseproblem. Fischsuppe. Ist das Fischsuppe? Nein, nein, nimm sie wieder mit. Die stinkt ja fürchterlich. Oder, warte. Miez, 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 miez. Komm, komm, lecker Fischsuppe. Hier hast du die Lösung für dein Mäuseproblem. Fischsuppe. Ist das Fischsuppe? Ja, ist Fischsuppe immer noch. Nein, nein. Nimm sie wieder mit. Die stinkt ja fürchterlich. Die ist auch nicht für dich, sondern für die Katze. Eine Katze? Herrlich. Sie wird die Mäuse vertreiben. Oh. Na, das ist ja hervorragend. Sei so gut und nimm das Gift fort. Aber stell ja nichts damit an. Ich sollte das mitnehmen, bevor die Katze davon trinkt. Ja, ja, wegen der Katze machen wir das. Geht der F5? F5 geht! Ich geh kaputt. Er ist ja... Ein Highlight nach dem anderen. Straße zur Mühle, Straße am Hang. Gehen wir zur Mühle. Immer erst links. Da ist ein Pudel. Ein Wehrpudel. Oh Gott. Hier ist ein Briefkasten. Hm. Diese Dinger sehen auch in allen Welten gleich aus. Briefkästen sind was für Feiglinge, die Angst vor einer simplen Postzustellung haben. Und das nur, weil sie ihnen ein Schädeltrauma verpassen könnte. Schädeltrauma durch Postzustellung? Ich frage lieber erst gar nicht, was du damit meinst. Lass uns überraschen. Oh, hier können wir rein. Abgeschlossen. Oh. Was für eine uralte Bruchbude. Neben der Türglocke steht Jorok. Und die hat er wohl mit Absicht kaputt gemacht. Als ob jemand den alten Saftsack besuchen würde. Ich guck mir mal den Wehrpudel an hier. Oder reden. Die Wäscheleine runterreißen und darauf herumtrampeln. Aber wozu? Weil es Spaß macht. Marleen, eine von uns beiden. Siehst du nicht, dass du mich bei der Arbeit störst, Junge? Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Hier ist ein Abgrund. Hier geht es ganz schön steil runter. Aber man hat einen tollen Blick über die Stadt. Oh, was ja. Wird das hier? Sightseeing? Was kommt als nächstes? Wird die Kamera gezückt? Oder der Camcorder? Du hast keinen Sinn für das Schöne. So, das musste mal gesagt werden. Ich habe Sinn für das Schöne. Und zwar für schön doofe Leute. Die scheine ich magisch anzuziehen. Haut ein bisschen hin. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, da sind so ein paar Parallelen sind da, ne? Das Stadttor? Na klar, werden da die Daumen gedrückt. Bin ich im Homeoffice. Ganz dolle gedrückt. Das ist eine Falltür. Guck mal hier.
Ich glaube, Simon würde das nicht gefallen, wenn ich vor seiner Nase seinen Keller ausräume. Gut kombiniert, Sherlock. Simon zu provozieren könnte ungesund werden. Sein Bizeps ist dicker als dein Oberschenkel. Ja, das ist Bud Spencers Bizeps. Eine innere Stimme sagt mir, dass ich kein Interesse am Inhalt dieser Truhe habe. Na, Junge, was willst du vom redlichen Simon? Wird alles gedrückt hier. Alles. Ja. Bist du denn wirklich so redlich, redlicher Simon? Ei, das bin ich. Und ich bin der beste und einzige Schmied in der Stadt. Beim redlichen Simon bekommst du alles. Hufeisen, Pflugscharen, Türschlösser, Kunstschmiedearbeiten. Immer in bester Qualität. Schmiedest du auch Schwerter und sowas? Ei, und ob ich Schwerter schmieden kann? Ich mache die besten Klingen im Land. Wenn du es mit einer zu tun bekommst, ist dein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Es sei denn, du selbst führst die Waffe. Dann verhält es sich natürlich anders. Beschlägst du auch Pferde? Ei, aber natürlich beschlage ich Pferde. Das macht jeder Schmied. Das ist kein guter Grund, zum redlichen Simon zu kommen. Am liebsten mache ich kunstvolle Türbeschläge, verzierte Geländer und aufwendig gestaltete Schilder. Wenn du derartiges in der Stadt siehst, dann stammt es von mir. Ich bin der einzige Schmied in diesem Dorf. Kann man mit Schmiedekunst heutzutage überhaupt noch etwas verdienen? Du hast es erfasst, junger Mann. Es gibt kaum Pferde in der Stadt und meine kunsthandwerklichen Arbeiten halten viel zu lange. Selbst meine Brot- und Butteraufträge mit den Postkugeln, die ich für die Post anfertige, laufen schlecht. Man könnte auch sagen, ich bin praktisch pleite. Tja, das ist ein falscher Geschäftszweig, ne? Du verstehst dich auch auf Kunstschmiedearbeiten? Ei, und ob. Die schönsten Schmiedearbeiten der ganzen Gegend sind von mir. Schau dir nur das Ladenschild vom Magieladen an. Solche feinen Schmiedearbeiten findet man heutzutage gar nicht mehr. Außer bei mir natürlich. Ich muss dann weiter. Mach's gut. Und danke für den Fisch. So, Das ist die Esse des Schmieds. Ist der Wachscheuche? Versuch es und ich versohl dir den Hintern. Was? Wolf? Was gibt's, junger Mann? Warst du nicht mal Bundespräsident? Ist es draußen vor der Stadt gefährlich? Gefährlich? Ha, was für eine Untertreibung. Wölfe, Räuber, Verbrecher. Sie sind alle da draußen und warten nur darauf, dass ein Bürger von Teilen so dumm ist, die Stadt zu verlassen. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dieses Gesindel nicht in die Stadt hereinkommt. Lachen sich die Schurken nicht tot, wenn sie die Vogelscheuche sehen? Nun, es gibt da etwas, wogegen selbst das schärfste Schwert machtlos ist. Muttis Nudelholz? Nein, ich rede von Budgetkürzungen. Mein Kollege wurde entlassen, weil die Stadträte Geld sparen wollten. Außerdem behaupten sie, so gefährlich sei es da draußen nicht, dass man zwei Wachen bräuchte. Ha, die haben wirklich keine Ahnung. Könnte ich nicht doch die Uniform der Vogelscheuche bekommen? Das ist Eigentum der Stadtwache, du Naseweiß. Kein Kinderspielzeug. Versuch bloß nicht, sie zu klauen. Verdient man gut als Stadtwache? Stadtwache ist ein guter Beruf. Man muss aber das Zeug dafür haben. Man braucht Geduld und Ehre. Gute Stadtwachen setzen sich nicht mit einem Buch ins Wachhäuschen. Aber hey, ich gebe hier keine Berufsberatung für potenzielle Konkurrenten. Stimmt. Damit schließt sich der Kreis im Rathaus. Mit dem Wappen von Niedersachsen. Ey, jetzt... Na klar, mit dem Kran. Ich wollte bloß ein bisschen plaudern.
Du willst doch nicht etwa meine Aufmerksamkeit einschläfern. Nein! Das kann sich die von Gefahren umzingelte Stadt nicht leisten. Also, Junge, sag mir, was du willst, und dann lass mich wieder in Ruhe meinen Dienst tun. Junge, bis dann. Bis dann. Ah, ein Kunde. Tritt näher, junger Mann. In Raimunds kunterbuntem Warenparadies bekommst du alles, vom Federkiel bis zum fliegenden Teppich. Und das alles bei kompetenter Beratung und zu unschlagbaren Preisen. Das geht nicht. Was kann ich für dich tun? Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Ich schau mich nur mal um. Ha, wer nur schaut, der verpasst das Beste. Wie wäre es mit dem neuen Eau de Fleur aus der Kollektion Raimond? Ein noch nie dagewesener, betörender Duft, dem keine Dame widerstehen kann. Ich finde den Duft einzigartig. Ich möchte trotzdem von einem Kauf absehen. So? Na, der Duft der großen, weiten Welt ist tatsächlich nicht für jedermann geeignet. Das weiß der Fragrance auch schon, ne? Was hast du denn Interessantes auf Lager? Nun, da wäre zum Beispiel diese Brosche. Eine echte Schmucksensation. Grünspanfreies Kupfer mit filigraner, zeitloser Gravur. Das perfekte Geschenk für eine holde Jungfer. Nur 5 Goldstücke. Nun, vielleicht später. Bin grad nicht flüssig. Ich muss rasch weiter. Wiedersehen. Oh ja, Feilschen. Ich gebe euch 5. Ja? 3. Laut Etikett sind es 7-Meter-Stiefel. Man latscht und latscht und kommt kaum von der Stelle. Sehr nützlich. Das erspart das Laufband für zu Hause. Ich dachte gerade, das ist die Weltkarte. Oh, Schriftrollen. Hey, ich kann da was entziffern. Er nahm seinen steil aufgerichteten Zauberstab und führte ihn in ihre... Wenn ich jetzt weiterlese, gibt's, glaube ich, Probleme mit der Altersfreigabe. Na. Na, okay. 6. 6! Ja. Okay, Oh, eine Statuette. Ich fasse besser nichts an, was ich nicht wirklich haben will. Faride hat sicher eine magische Diebstahlsicherung installiert. Ja, moin. Je, ein Frosch, der spricht. Ein Mensch, der spricht, ist ja widerlich. Was machst du im Terrarium? Was macht wohl ein echter Küstenfrosch wie ich in einem Terrarium? Na, was denkst du? Vielleicht das Wetter vorhersagen? Donnerschlag, wie hast du das erraten? Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich weiß zwar nicht, warum diese Vorhersagerei immer an uns Fröschen hängen bleibt, aber bitte, wenn's so gewünscht ist, hat was mit den Insekten zu tun. Fühlst du dich nicht manchmal einsam hinter Glas? Ach, geht so. Ich bin ganz gerne allein. Und ab und zu packt mir diese komische Ladenbesitzerin eine Fröschin hier rein und flüstert mir augenzwinkernd irgendwelche Schweinereien ins Ohr. Ich glaube, die Frau ist nicht ganz dicht. Du meinst, sie macht das, die Fröschin und du... Genau das. Sie will eben nicht, dass ich hier drin vereinsame. Die Frau ist ein Hippie. Ist das zu glauben? Bis vor kurzem dachte ich eigentlich, die wären alle ausgestorben. Man sollte die letzten von ihnen in den Zoo stecken. Wie wird denn das Wetter morgen? Gut, dass du fragst. Es wird, ich glaube, es wird bewölkt. Ah, das ist gut zu wissen. Regnet es auch? Das ist gut möglich. Vielleicht scheint aber auch zwischendurch mal die Sonne. Das ist ja schon mal eine sehr genaue Auskunft. Wie warm wird es denn? Oh, warm. Sehr warm. Vielleicht aber auch ein bisschen kühler als heute. Verstehe. Also irgendwas zwischen 5 und 35 Grad? So genau möchte ich mich da jetzt nicht festlegen.
Auf jeden Fall, aber wärmer als in einem Eisschrank. Das ist ja fantastisch. Dann gibt's also auch keinen Schnee morgen? Wahrscheinlich nicht. Und auch keinen Hagel. Mit einem Meteoriteneinschlag rechne ich auch nicht. Und wenn doch, wen scherzt dann noch, dass ich daneben gelegen habe? Okay, danke. Ich rechne also morgen mal mit wechselhaftem Wetter und stark schwankenden Temperaturen. Hoffentlich kann ich hier irgendwo noch eine Badehose und einen Wintermantel auftreiben. Geht aber noch nicht. Genauso wenig wie... Geht auch noch nicht. Oder wie... Noch nicht installiert. Genauso wenig wie... Ich glaube, das wird Trash. Oder das. Oder das. Oder das. Oder das. Oder, nee, mehr ist nicht in Reichweite gerade. Der Rest ist in den Regalen. Nee, hier drüben gucken wir lieber nicht. ja. ja. Bisschen. Wo hast du früher gelebt? Ach, früher, als ich noch ein unbedeutender Jungfrosch ohne meteorologische Ausbildung war, habe ich an der Küste gelebt. Ohne meteorologische Ausbildung? Ja, auch einen Küstenfrosch. Und wie bist du hierher gekommen? Naja, diese komische Frau, der der Laden gehört, kam vorbei und bot mir einen Zweijahresvertrag als Wetterfrosch. Eigentlich wollte sie mich nur nach Erfolg bezahlen, aber ich dachte, ich sollte vielleicht etwas Vorsorge treffen, damit ich nicht verhungere. Anschließend hat sie mich in ein Glas gepackt und seitdem stehe ich hier. Sie hat mir auch eine Leiter hier reingestellt, aber die hat sie wegen meiner Proteste herausgenommen. Normale Frösche brauchen aber eine Leiter, um das Wetter vorhersagen zu können. Hey, aber es war wohl nie die Rede davon, dass ich ein normaler Frosch bin. Auf einer Leiter rauf und runter zu klettern, ist nun mal einfach nicht mein Stil. Ich erkläre den Wetterbericht lieber an der Wetterkarte. Ist die Konkurrenz unter den Wetterfröschen nicht mörderisch? Ach was, diese komischen Kachelfrösche können doch alle nichts. Kachelfrösche? Alle Dilettanten. Die können dir am frühen Morgen noch nicht sagen, ob am Tage wirklich die Sonne aufgeht. Deine Vorhersagen sind da präziser? Und ob. Ich kann dir aus dem Stegreif sagen, dass morgen früh garantiert die Sonne aufgeht. Und übermorgen. Danach bin ich mir noch nicht sicher. Aber... Wir können uns schon mal darauf einigen, dass es auch übermorgen eine Sonne geben wird. Fragt sich nur, wo? Kachelfrösche. Ich habe hier, sieht man das da drinne? Nee, ne? Kalte Teebeutel. Das ist eigentlich ganz lecker. Wie ermittelt man denn als Wetterfrosch das Wetter? Ach, das ist so eine Sache. Angeblich spüren wir Frösche das ja einfach. Hey, aber das kann täuschen. Auch Frösche sind schließlich nur Menschen. Darauf allein sollte man sich nicht verlassen. Diese Methode ist dir nicht wissenschaftlich genug? Genau. Satellitenbilder sind da schon genauer. Ich habe auch ein Konzept für eine Wettersimulation erstellt. Aber Farida gibt mir nicht das Geld für den magischen Abakus, den ich dafür bräuchte. Okay. Wie kommst du mit Farida sonst so klar? Ach, wenn man sich an sie gewöhnt hat, ist sie eigentlich ganz umgänglich. Das dauert allerdings seine Zeit. All die seltsamen Hippie-Lieder, die sie vor sich hinsummt, und dann diese seltsamen magischen Substanzen, die sie dauernd nascht. Einmal nachts wollte sie mich sogar küssen, weil sie wohl annahm, dass ich mich in einen Prinzen verwandle. Aber als ich ihr eine Klage angedroht habe, hat sie es gelassen. Wäre richtig auch so. Noch schöner.
Da ist richtig es mir so. Lieber, sie drischt nachts wie wild Karten, dann habe ich meine Ruhe vor ihr. Ah, sie drischt nachts Karten. Mit wem denn? Was weißt du darüber? Oh, darüber sage ich lieber nichts. Es wäre sonst vermehrt mit schwerem Hagel und Donnerwetter seitens meiner Chefin zu rechnen. Das will ich nicht riskieren. Ich muss wirklich ganz dringend weg. Okay. Was haben wir denn hier noch Hübsches? Ein Zauberstab, den wir nicht mitnehmen können. Dolche. Auf dem Preisschild steht unbezahlbar teurer Zauberstab mit Überraschungseffekten. Danke, die Art von Überraschungen brauche ich nicht. Nicht schon wieder Drachen. Wieso schon wieder? Eine tote Fledermaus, wie sie in jeden gut sortierten Magieladen gehört. Da gehe ich nicht näher ran. Die Truhe beißt bestimmt. Oh, magisches Pulver. Darauf steht magischer Enthüllungspuder. Ideal zur Sichtbarmachung unsichtbarer magischer Schriften. Okay, können wir gebrauchen. Eine Kommode, die vermutlich bis oben hin vollgestopft ist mit seltsamen magischen Artefakten. Das ist die Urform der Registrierkasse. Damit rechnet Farida bestimmt ihre explodierenden Gewinne zusammen. Ihre explodierenden Gewinne, ja. Vermutlich. Ich nehme mal einen der Flyer mit. Man weiß nie, ob man es nicht vielleicht gebrauchen kann. Das ist Werbung für einen Verjüngungstrunk. Gönnen Sie Ihrem Körper eine Zeitreise rückwärts. Tempora Vitalis gibt Ihnen Ihre Jugend zurück. Im Kleingedruckten steht, dass man auf keinen Fall mehr als einen Teelöffel davon nehmen sollte, sonst verjüngt man sich möglicherweise um ein paar Jahrhunderte. Was für ein teuflisches Zeug. Aber ich kann das Zeug sowieso nicht bestellen. Es ist viel zu teuer. Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Es würde mich allerdings wundern, wenn der Schatz noch dort liegt. Willkommen in Faridas Laden für Mystik und Magie. Suchst du nach was Bestimmtem? Bestimmtem? Was ist das für eine Statuette? Ein magischer Hund als großartige Wachstatuette. Eine einmalige magiehandwerkliche Arbeit. Bei Gefahr verwandelt sich die Statuette automatisch in einen Hund aus Fleisch und Blut, der das Gesindel vertreibt. Für dich zu haben schon zum Sonderpreis von 4 Millionen Goldstück. Oh, das ist aber kein Schnäppchen. Habe ich ja auch nicht behauptet, oder? Hey, ich hänge an dem Ding. Ab diesem Preis wäre ich bereit, mir ein Leben ohne meine Lieblingsstatuette vorzustellen, okay? Mhm. Kannst du mir den Unterschied zwischen Mystik und Magie erklären? Logisch. Mystik, das ist das Unerklärliche an der Magie. Es sagen einige der aufschlussreichsten Sachbücher in der Bibliothek, denen allesamt gemein ist, dass sie versuchen, die Magie am Ende doch vollständig zu erklären. Komplett überflüssige Bücher, glaub mir. Woher hast du die Statuette? Gut, dass du danach fragst. Die Sache ist nämlich die. Ich weiß es nicht. Sie stand neulich morgens einfach da. Da ich ein durch und durch ehrlicher Mensch bin, bin ich natürlich sicher, dass das Ding rechtmäßig mir gehört, aber... Du erinnerst dich an nichts? Nein, wie denn? Das ist ja das Elend an diesem Fluch. Man wacht morgens auf... Hat nachts jede Menge Blödsinn angestellt, aber im Gedächtnis findet man nicht den geringsten Hinweis darauf. Ich denke, hier gibt's keinen Fluch. Hm, vielleicht ist das doch besser so. Was tust du eigentlich, wenn du gerade nicht hier bist? Was für eine lustige Frage. Was man eben so tut. Die nächste Weltrevolution planen, das Bewusstsein mit psychoaktiven Substanzen erweitern und natürlich abhängen. Einfach abhängen. Ich glaube, die Jugend von heute weiß gar nicht, wie cool das früher mal war, einfach abzuhängen. Du meinst, einfach herumzusitzen und nichts zu tun? Aha, ihr kennt das zumindest noch. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr seid mit 13 schon alle auf der nächsten Elite-Uni vorangemeldet und plant eure Karriere als Investmentbanker. Ja, richtig, einfach rumgammeln und abchillen. Wenn wir nicht gerade Bomben gelegt haben, war das unsere Lieblingsbeschäftigung. Ich möchte mich nur umsehen. Bitte? Wenn du in Ruhe gelassen werden willst, dann sprich mich doch einfach nicht an.
Ja, Kristallkugel, okay. In der Kristallkugel sehe ich meine Zukunft. Ich sehe gar nichts. Hoffentlich ist das jetzt kein schlechtes Zeichen. Doch. Junger Mann, nicht bezahlte Gegenstände bitte zurück an ihren Platz. Weißt du, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ah, vielleicht können wir damit unsichtbare Sachen sichtbar machen. Warte mal. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das führt zu nichts. Ich probier's trotzdem. Das lasse ich besser bleiben. Das passt nicht zusammen. Welchen Sinn soll das haben? Es war ein Versuch. Du kannst dich hinstellen, okay? Junger Mann, nicht bezahlte Gegenstände bitte zurück an ihren Platz. Oh, hier ist eine Angel. Halt, Angel. Was gibt's? Genug geredet. Raimund hängt an seiner Angel. Sozusagen. Er bewacht Tag und Nacht seinen Laden. Das sieht alles aus wie Flohmarktgerümpel. Ah, ein Kunde. Tritt näher, junger Mann. In Raimunds kunterbuntem Warenparadies bekommst du alles. Vom Federkiel bis zum fliegenden Teppich. Und das alles bei kompetenter Beratung und zu unschlagbaren Preisen. Was kann ich für dich tun? Oh, aber wir müssen die echt angucken vorher oder so. Was kostet denn die Angel? Ah, die Angel. Gerade erst hereingekommen, schon zeigt sich eine überwältigende Nachfrage nach dieser professionell gearbeiteten Sportangel aus besten Materialien. Für nur 132 Goldstücke kann diese Angel dir gehören. Da musste ich erstmal mit meiner Bank reden. Ich interessiere mich für die Brosche. Ah, ein Geschenk für eine holde Maid. Und genau die richtige Wahl für einen jungen Mann wie dich. Natürlich ist die Brosche mit 6 Goldstücken ein echtes Schnäppchen. Nun, vielleicht später. Die Brosche ist gut, okay. Die Brosche soll grünspanfrei sein? Ich sehe da aber Flecken. Bitte was? Also, ich sehe da nichts. Nicht das Geringste. Die Brosche funkelt und strahlt wie ein poliertes Juwel. Liegt's vielleicht am Licht? Oder lassen die Augen nach? Das wäre ja in deinem Alter nicht ungewöhnlich. In jedem Fall hat das Ding fleckige Stellen. Unverschämter Bengel! Na warte, ich säubere die Brosche nochmal richtig. So angelt man sich eine Angel. Oh, schon fertig? So, ich habe die Brosche nochmal grundgereinigt. Da ist jetzt kein Staubkorn mehr drauf. Sicher? Also ich sehe da immer noch Flecken. Ich glaube, die Brosche wird einfach nicht mehr richtig sauber. Weißt du was? Du kannst mich mal mit dieser verdammten Brosche. Und jetzt lass mich in Frieden. Hat er die 6 Goldstück weggeworfen? Genau. Kleine Kupferstückchen, die auf der Straße liegen, sollte man grundsätzlich mitnehmen. Deswegen sitzt ja die Wache auch innen drinnen, um die Angreifer respektvoll von außen abhalten zu können, weißt du? Wer kennt's nicht? Vielleicht muss ich hier wirklich alle Sachen angucken, damit ich dann diese ganzen Upgrades bekomme. Darin schreckt der Schmied glühendes Metall ab.